Nachdem meine Katze mich eh nicht arbeiten lässt, weil sie jetzt so schön hier auf mir drauf flackt, dachte ich mir, vielleicht interessiert jemanden ein bisschen, wie ich die letzten paar Wochen, Monate. Oh Mausi, die nicht verstecken. Bitte eine Hübsche. Ja, bitte eine Hübsche. Jo. Wie ich über die letzten paar Wochen und Monate abgenommen habe. Ich weiß nicht, es klingt immer so ein bisschen Ego, wenn man sagt, ja, ich habe einiges an Gewicht verloren, aber ja, ich habe einiges an Gewicht verloren. Und wo schaut euch diese süße Maus an? Bist du eine süße Maus? Ja, bist du. Ja. Ja, jedenfalls. Oh, jetzt geht sie. No, Katze. May. Warum gehst du? Ich hatte dich als Ausrede genommen, um nicht zu... Okay. Du bist eine große Hilfe. Wie mir Cosworken hier erschwert wird. Ich will nur was abstecken. Aber? So, mal wieder aus dem Fitness. Aber heute mal mit meiner Bestie. Hallo. Dass sie auch mal im Vlog ist. Oh, lecker, dann brennt die Sonne ins Feld. Ich mach jetzt mal, ich stelle mich so mal hin. Stell ich eben sehen, so viel leid. Ja, wir leiden jetzt. Wir machen heute wieder unseren Bodyplan für Bauch, Beine, Po. Nicht so faul wie das letzte Mal. Nee, letztes Mal haben wir Cardio gemacht. Nee, das letzte Mal haben wir Cardio und Beine gemacht. Nee, Beine haben wir. Achso, du. Ja, ich war vor 4 Wochen das letzte Mal. Ja, wir kriegen das hin. Alles für Cosplay. Deswegen für Jennifer und Siri. Oh ja! So, jetzt darf ich leiden. Jetzt kann ich das. Was ist das andere Bein? Achso, muss das. Ach, stimmt. Ich mach das andere Bein. Boah, wir haben fast 2 Beine. Ja, ich hab mein Haargummi vergessen. Das ist ziemlich bescheuert im Fitness, dein Haargummi zu vergessen. Mal schauen, wie die Sonne reinfallen. Oh, Lenz, Lenz. Tötet uns. Guys, das ist erst gerade erstes gewesen. Erste Plank. Ich hasse Planking. Kann man dir helfen, Katze? Du könntest auch immer von unten schnufeln, ne? Oh Gott. Warum bist du so blöd? Will sie high werden? Was ist denn an meinen Beinen so toll? Okay. Wir spielen jetzt tierisch verrückter Bauernhof. Weil wir trash sind. Unsere Shopping-Tour. Bobu, warte. Bobu. Und Bobu. Bobu. Die Gigolos. Mit den behinderten Flügeln. Sie sind völlig ungleich und und behindert. Wir lieben sie. Wir sind Eltern geworden. Ja. Wir sind jetzt Flamingo-Eltern. Flamingo-Bro-Eltern. Flamingo-Bro-Eltern. Oh, ich bin gegen das Haus gelaufen. Well. Ja. Das ist okay. Leck mir die Eier. Ach nö, ich hätte doch erst die blöden Erdbeeren holen können. Dann hol jetzt nur die Erdbeeren. Das Schwein redet mit dem Mund offen zu. Wunderschönen Takt mit dem Sound. Hm. I'm impressed, bro. Von nix. Du bist gegen
Ich bin gegen den Wasserturm gefahren und gegen den Stein. Was ist los? You were Peter Realness. Es ist der Druck der Kamera, Bro. Ja, unser Shopping-Tour war sehr erfolgreich. Neben Bobu und Bobu. Und unseren Sunglasses. Baby Bobu. Baby Bobu. Unsere Gigolos. Kannst du mal absteigen? Danke. Ha, du hast das Rad von zur Seite gekickt mit deinem Ass. Ja, habe ich ein bisschen was für meine Arbeit gekriegt. Ein schönes Oberteil. Und einen Schal, den man voll schön kombinieren kann. Deine Tasche. Meine Tasche. Ja. Wir haben He-Man und Skeletor gesehen. Ja, die packe ich in den Vlog rein. Urlaub geplant, wir beide. Spontan. Ja. Weil wir uns dachten irgendwie so, ja komm, lass mal nicht die ganze Zeit hier gammeln. Wir brauchen das mal so mit wegfahren und so. Und haben beschlossen, dass wir zusammen nach Italien cruisen mal für so ein Wochenende. Wenn ich schon mal ein Auto habe. Ebenst. Muss ich ja auch lohnen. Meine beste Maus. Das ist so precious. Ich will auch meine beste Maus genannt werden. Bis später, Kumpel. Oder Kumpel. Ja. Ach, was willst du? Du hast doch einen guten Freund. Ich habe einen guten Freund, stimmt. Und einen Flamingo, Bro. Ja. Bro-Mingo. Ich weiß nicht, was ich besser finde, to be honest. Das ist doch kein Sie Ruhe, würden sogar deine Mutter stehlen, wenn du so geglitscht. In was bin ich denn reingeglitscht? Was ist denn das? Das war das... Ah, der Baum! Ah, beautiful. Es ist Vatertag, also an alle Väter da draußen, einen wunderschönen Vatertag euch. Ja, ich habe mir heute mal zur Aufgabe gemacht, an Morrigan weiterzuarbeiten. Ich habe ein Bild auf Insta in meine Story gepostet. Mina, du schreibst mir schon wieder, das kann's doch nicht sein. Warum schreibst du mir immer, wenn du mir vloggst, weil du mir immer schreibst? Das ist meine Wig für Morrigan bis jetzt. Ich mag sie ganz gerne. Es ist eigentlich eine andere Wig für meinen Yandere Chankos. Die hat auch eigentlich einen Clip im Zopf. Aber ich habe es mir jetzt einfach mal so hingedrapiert und alles. Den Pony muss ich machen, während ich es anhabe, weil den will ich nicht schneiden, aber ich muss ihn halt ein bisschen rüberpinnen und so, damit es ein Seitenscheitel wird. Ja, das wird dann so quasi getragen und hier ist ein bisschen eine Lücke dazwischen, das muss ich alles noch ein bisschen machen. Ja, das haben vielleicht einige schon gesehen auf Instagram, das Teil vom Oberteil. Ja, dieser Gürtel. Und Mina schreibt mir schon wieder. Ja, so weit, so gut. So, das ist mein Schmuck hier, den ich gemacht habe. Und grundiert habe. Für sie. Gestern noch. Ja, das war's eigentlich mit allem Spannenden so ziemlich. Hallöchen! So, ich bin jetzt fertig und Mina müsste gleich da sein und dann gehen wir auf die Otakon. Haben erst vor kurzem von der gehört und dachten uns, hey, die Location ist gleich bei mir um die Ecke, lass mal hin chillen. Und ja, deswegen machen wir heute K-Fashion, Toga und Uraraka. Rück mal ran. So, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zur Otakon. Weibo-Con. Weibo-Con. Und jo, mal gucken, wie es da so abgeht. Aber zuerst gucken wir uns das neue Future-Video an, weil ich Mina versprochen habe, ich schaue es nicht ohne sie an. Das ist gestern erst rausgekommen. Ich war so... Schock. Deswegen schauen wir uns erstmal das Video. So, der Filter passt so schön, deswegen lassen wir ihn jetzt. Ja, wir sind jetzt auf der Otakon, also zumindest hocken wir davor. Die wunderschöne Luise. Good old times. Good old times. Und ja, wir chillen hier jetzt ein bisschen, spielen Animal Crossing, was wir basically zu Hause auch die ganze Zeit tun. Also wir sind zu Hause.
Aber jetzt basically sind wir unterm freien Himmel. Das heißt, die Leute können nicht sagen, oh, wir hocken den ganzen Tag nur rum. Nein, wir hocken den ganzen Tag draußen rum. Wir sind aktiv, Bro. Ja. Wir sind aktiv. Außerdem sind wir auch hergelaufen. Ja, mir zu Hause. Wir hatten Fitness. Ja. Jetzt sitzen wir und machen dann ein paar Planks. Nein! Du bist schon fast tot. Ich bin nein! Wir schauen gerade Eurovision. Beim Schokolademann! Der macht Schokolade! Warte mal, ey. Er isst Schokolade. Die Metal-Gemeinde! Warte, welches Land ist das? Ich will Latin Metal, bitte! Umbrecht! Ungarn, okay. Ja, wir sind da! Oh, scheiße! Nein! Wir haben nicht mehr viel! Okay. Warte! Daneben! Sie sind bei zwei. Bitteschön! Von daneben geschüttet! Postest du das? Ja, später im Vlog. Scheiße. Ich muss dich aber gut aussehen auf Hi. So, hier. Oh, scheiße, ich hab mein Handy fast fallen lassen. Ich kann YouTuber werden. Ja. Ein gutes Image. Okay, wir wollten doch. Wir trinken Wasser. Limo. Stimmt, Milch trunken. Oh. Hallo, mir wird gerade BTS richtig schmackhaft gemacht. Und ich bin immer down, aber wenn ich Tobi gehört in dem Song, bin ich so, es gibt ein bisschen Hoffnung. Das ist irgendwie sad, aber ich so was wie, was ist denn, Block? Ja. Ich fühle mich nicht, wie ich ein Weebo bin, Bro. Kuribo, komm. No the difference. Gone. Bei mir ist es, glaube ich, Run oder Not Today, weil... Kann man so perfekt aussehen, während man sich an den Schritt fasst? Ja, genau das! Egal was sie machen, sie sehen perfekt aus. Oh, Hobi! Hobi Libido! Ich hab mich verliebt. Musst du das filmen? Ja. Ja, bist du Puma? Ich bin Puma! Bin ich voll und ganz! Ja. Puma! Passt doch! So, nachdem wir sehr, sehr lange noch gemacht haben gestern und die Absturzvideos, glaube ich, mehr als genug gezeigt haben, wie unser Abend verlaufen ist. Es war sehr, sehr lustig gestern und 5 Uhr morgens ist Mimi dann mit der ersten Bahn wieder nach Hause gefahren. Hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf, auch wegen denen, die leider abgesagt haben, die 5 Leute. Und jetzt bin ich heute zum Muttertag mit meiner Mama auf dem Museumstag in Nürnberg. Und wir waren jetzt im Kommunikationsmuseum, im Postmuseum und jetzt sind wir im Deutschen Bahnmuseum und schauen uns die ganzen Züge an, die ganzen alten. Und das ist echt schön. Richtig, richtig cool. Und gucken wir mal, was wir heute noch schaffen. Ich mache jetzt gerade hier übelst Kindheitserinnerungen, weil wir in so einem Zug, in so einem ganz kleinen sitzen. Und das habe ich früher schon mal gemacht, als ganz kleines Kind mit den Nies. Wir waren jetzt noch im Neuen Museum und im Germanischen Nationalmuseum und sind jetzt total fertig, haben aufgegeben und gönnen uns jetzt noch ein kleines Eis. Und dann war es, glaube ich, für heute auch. Hat auch gereicht, war aber sehr, sehr cool.